In der Vergangenheit wurde die Pinzgauer Lokalbahn mechanisch gesteuert. Das hat sich aber jetzt geändert, denn ab jetzt läuft alles zwischen Zell am See und Grimmel digital. Die Pinzgauer Lokalbahn verfügt seit Ende Jänner über ein vollständiges hochmodernes Zugsicherungssystem. Im Jahr 2011 wurde dieses Sicherungssystem auf einem Teil der Strecke in Betrieb genommen. Der Abschnitt von Tischlerhäusl bis Zell am See wurde jetzt fertiggestellt. Somit ist man in der Lage, den gesamten Zugverkehr vollständig zu steuern und zu überwachen. Das Moderne ist eben das permanente Überwachen der Züge über den gesamten Fahrtverlauf. Die Stellwerkstechnologie, die davor zur Anwendung gekommen ist, die hat die Züge punktuell über eine sogenannte Außensignalisierung, vergleichbar im Straßenverkehr mit Ampeln, geregelt. Diese Technologie ermöglicht, ohne großen mechanischen Aufwand über intelligente Systeme die Fahrzeuge lückenlos zu steuern. Und das ist das ganz Tolle an dieser Anlage. Neben der gesamten Überwachung des Zugverkehrs in Pinzgau ist die neue Anlage auch noch kostengünstiger als die alte, weil der Wartungsaufwand minimiert wurde. Unter den österreichischen Nebenbahnen sind wir da im absoluten Spitzenfeld angesiedelt. Und es gibt einige Strecken, die das auch betreiben in ähnlicher Form. Aber mit den neuen Technologien, die wir anwenden, um elektrische Weichen zu steuern, da sind wir momentan ganz vorn. Somit gibt es jetzt ein schlüssiges System von Grimmel bis zur Bezirkshauptstadt Zell am See. Überwacht wird alles vom Bahnhof Tischlerhäusl. Es werden die Weichen festgehalten, es ist erhöhte Sicherheit, es wird alles dokumentiert, jeder Schritt von Lokführer, jeder Schritt von mir. Jedes unserer Fahrzeuge hat einen sogenannten Bordrechner. Der Bordrechner kommuniziert permanent mit der Zentrale über Datenfunk. Und diese Auswertung ermöglicht, die Züge exakt zu steuern, die Position immer wieder im Griff zu haben, einen Zug auf der Strecke jederzeit per Mausklick anzuhalten. Und das ist das Innovative, weil das findet in der älteren Stellwerkstechnik so nicht statt. Finanziert wurde die neue Zugüberwachung durch das Land Salzburg. Die Salzburger AG ist Betreiber der Pinzgau Lokalbahn und stellt sämtliches Personal und Know-how.